bestätigt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, die Fachförderrichtlinie Mietenfonds für die freie Kultur- und Kunstveranstaltungsszene der Landeshauptstadt Dresden aufgrund der Corona-Pandemie. Wir treten hier in die Fraktionsrunde ein. CDU-Fraktion beginnt. Kein Bedarf. AfD? Ebenfalls nicht. Fraktion Die Linke? Herr Hecht, bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer, ich bin erleichtert und bleibe doch sehr besorgt. Endlich liegt die Förderrichtlinie zur Förderung von Mieten der freien Kultur- und Kunstveranstalterszene vor. Wenn wir hier im Rat entschieden haben werden, können die unabhängigen Kulturveranstalter, Vereine, die soziokulturellen Zentren, die Musikclubs, die Kabaretts und andere 3 Monatsmieten als Förderung durch das Kulturamt beantragen. Das lindert die Not durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie. Deswegen bin ich erleichtert. Zu Anfang des nun schon sogenannten ersten Lockdowns im Frühjahr habe ich mich mit den Kolleginnen und Kollegen der Kultur- und Kunstszene abgesprochen. Sie waren mit unter den Ersten, viele sogar aus Selbstverantwortung heraus, die damals in ihre Arbeit und ihre Angebote eingestellt haben. Sie sind in Kurzarbeit gegangen, sie haben in den sauren Apfel der Hartz-IV-Beantragung gebissen. Sie haben riesige Anstrengungen zum Spendensammeln unternommen und viele haben gestreamt, als ob es kein Morgen gäbe. Und ja, ob es jemals ein Morgen gibt, wie wir es kennen, ist immer noch nicht sicher. Wenn es aber ein Morgen gibt, dann wollen alle Betreiber, das Publikum und auch die auftretenden und gespielten Künstlerinnen und Künstler ganz sicher, dass es die Orte für ihre Shows noch gibt. Deswegen lag mein Fokus auf dem Erhalt der Orte. Diese Orte mit teils langer Geschichte, mit wichtigen Impulsen für die Stadt müssen wir erhalten, müssen wir auf jeden Fall über die Krise retten. Wir sehen und spüren jetzt ganz direkt, was fehlt, wenn es keine Konzerte, keine Dramatik, keine Bilder mehr auf den Bühnen gibt. Die Leute werden verrückt daran, die Gesellschaft krankt. Deswegen muss es einen Morgen geben und dann sind die Orte wieder bespielbar und der Betrieb und das Programm wird wieder aufgenommen und wir können uns von der jetzigen Ausnahmesituation erholen. Die Funktionalität von Kulturveranstaltungen ist nämlich nicht nur gute Unterhaltung oder Freizeitgestaltung, sondern dient der gesellschaftlichen Entwicklung, dem sozialen Austausch, dem ästhetischen Diskurs und natürlich auch dem Geldverdienen. Und ja, auch ganz persönlich gesprochen, ich will in ein paar Monaten verdammt nochmal 1, 2 Bier an einem Tresen, in einem Veranstaltungsraum trinken können, um mich herum laute Musik und gelöste Gesichter. Und ja, wenn es helfen würde, würde ich sogar versprechen, dass ich mal wieder ins Kabarett gehe. Insofern bin ich froh und dankbar, dass auch mein Impuls zu dem Instrument der Mietenförderung von den Kollegen im Stadtrat aufgegriffen wurde und von anderen Fraktionen geteilt wird. Auch das lässt mich erleichtert zurück. Meine Sorge gilt aber dem nächsten Jahr. Diese Pandemie dauert länger und ist in ihren Auswirkungen auf unser Leben tiefgreifender als vieles, was als sich viele vorgestellt haben. Die Einschränkungen werden noch länger Bestand haben, wenn ich das Durcheinander in der großen Politik und dieses Zahlenwirrwarr als Laie richtig verstehe. Und da wird mir Angst und Bange. Denn was ich überhaupt nicht verstanden habe, zum Beispiel, wie konnten die ganzen sorgfältig ausgearbeiteten Hygienekonzepte, die vom Gesundheitsamt alle geprüft und genehmigt wurden, wie konnten die dafür notwendigen Investitionen eigentlich
beim allerersten Hauch eines neuen Lockdowns nichts mehr gelten. Wie kann das sein? Auf der einen Seite ungeheure Anstrengungen in dieser Hinsicht ohne jene Anerkennung und auf der anderen Seite viele der eigentlichen Vernunft widersprechenden Weiter-so-Parolen. Ich will mal sagen, ich fühle mich in einem Kinosaal, würde ich mich sehr viel sicherer fühlen im Moment als in einem Flugzeug, nur um ein Beispiel zu nennen. Und doch, wir müssen es akzeptieren. Lassen Sie uns wenigstens daran arbeiten, dass die vielen Bemühungen um die Rettung von Strukturen in der freien Kultur nicht umsonst gewesen sind. Nach diesem Mietenfonds müssen möglicherweise weitere Anstrengungen folgen. Deswegen finde ich es gut, dass der Kulturausschuss auch entschlossen hat, dass die nun zur Debatte stehende Förderrichtlinie, das Instrument, Anfang nächstes Jahres nochmal als Wiedervorlage in den Ausschuss kommt, damit wir über möglicherweise notwendige weitere Schritte beraten. Das gilt aber auch, in Klammern gesprochen, für die Verabschiedung des Haushalts. Nur bei entsprechender Ausstattung wird der Überlebenskampf der freien Locations und Institutionen nachhaltig erfolgreich sein. Und damit vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Fraktion, SPD-Fraktion. Kein Bedarf. FDP-Fraktion, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich hatte Redemeldung bei Bedarf angemeldet und nach der Rede von Herrn Hecht sehe ich jetzt durchaus Bedarf, mich hier zu melden und hier ein paar Dinge loszuwerden. Wir haben dem Antrag in allen Ausschüssen und auch im Stadtrat, die ja dazu geführt haben, dass jetzt diese Förderrichtlinie erarbeitet wurde, ohne Diskussion, ohne Beiträge zugestimmt, was einfach richtig ist. Allerdings, Herr Hecht, frage ich mich, wie Sie bei manch anderen Redebeiträgen in vergangenen Stadtratsdebatten so ruhig und entspannt bleiben konnten, als es darum ging, was machen denn Hygienekonzepte, wenn bei kleinen Zahlenänderungen oder bei Zahlenänderungen auf einmal alles über den Haufen geworfen wird. Wie können Sie so ruhig bleiben, wenn Sie sagen, die privaten Clubs und Institutionen und Bühnen müssen unterstützt werden, weil sie Berufsverbot bekommen, was absolut richtig ist, bin ich voll bei Ihnen. Aber bei anderen Debatten wird vorgeworfen, dass wir Klientelpolitik betreiben wollen, wenn es darum geht, Branchen, Teilnehmer, Marktteilnehmer zu unterstützen, die eben auch staatlich verordnetes Berufsverbot bekommen. Herr Hecht, entweder sind Sie in der falschen Fraktion oder aber Sie sprechen hier wirklich, wie man so schön sagt, mit gespaltener Zunge. Vielen Dank. Vielen Dank. Freie Wähler hat das Wort gewünscht. Das ist nicht der Fall. Bündnis 90 Grüne. Frau Fiesien, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, was Herrn Maloney ans Pult treibt, waren die Worte von Herrn Hecht. Mich treiben jetzt die Worte von Herrn Maloney ans Pult, weil ich ja doch sagen muss, in der Tat, das hätte ich auch schon bei früheren Debatten, wo es darum ging, hier gemeinsam Branchen zu unterstützen, die ganz besonders von der Corona-Pandemie betroffen sind. Warum ich das jetzt bei Herrn Hecht irgendwie alles sehr glaubwürdig fand, ist, weil der grundsätzlich eigentlich diese Haltung hat, dass die freie Szene eben besonders schwach ja auch ist, wenn man sich das anguckt im gesamten Kontext und der öffentlichen Finanzierung, also der Mitfinanzierung, der Unterstützung bedarf, während also FDP-Credo ja doch meistens das ist, der Markt regelt alles. Mir ist nur in diesem Haus schon öfter aufgefallen, dass in dem Moment, wo man selbst betroffen ist, dann offensichtlich der Markt doch nicht mehr alles regelt, sondern dann, wie ich ja auch finde, völlig zu Recht die öffentliche Hand
einspringen sollte, um entsprechende Hilfe anzubieten. Hier bin auch ich froh und ich sage mal, im Kulturausschuss hat es auch sehr gut funktioniert. Da hatten wir ja wirklich auch eine ganz breite Zustimmung. Es gab nur 3 Gegenstimmen. Sie dürfen raten, welche das sind. Dass wir das jetzt so umsetzen wollen, wie es die Verwaltung uns vorlegt. Bei der Gelegenheit vielen Dank. Das ging jetzt mal wirklich fix zwischen Beschluss eines Antrags und der Vorlage. Und gleichzeitig bin ich tatsächlich auch dem Ausschuss dankbar, dass wir da schon mit dem Blick nach vorn, dass wir uns im neuen Jahr vielleicht doch noch mal angucken müssten, hat sich die Situation womöglich noch verschlechtert und ist da eventuell noch mal Handlungsbedarf. Und dann kriegen wir das ganze Problem auch noch mal vorgelegt. Also wie gesagt, ich bin nicht der Ansicht, der Markt regelt alles. An dieser Stelle, glaube ich, greifen wir als öffentliche Hand an einer ganz wichtigen und richtigen Stelle ein. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Filius-Jehner. Herr Scholbach. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte auf den Beitrag des Kollegen Maloney eingehen, und zwar in der gebotenen Kürze. Herr Kollege Maloney, ich kann Ihnen versichern, Sie brauchen da gar keinen Zweifel haben, Herr Hecht ist in der Fraktion Die Linke sehr gut aufgehoben. Das ist das eine. Und das zweite ist, Sie dürfen eben nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. In der vergangenen Stadtratssitzung hatten wir über einen Sachverhalt zu befinden, bei dem beantragt war, dass für Weihnachtsmärkte, die absehbar nicht würden stattfinden können, angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie erhebliche Summen an Geld ausgegeben werden sollte. Und da haben wir gesagt, das halten wir nicht für klug und nicht für sinnvoll. Hier ist die Situation eine ganz andere, denn die Kultureinrichtungen, die Clubs etc. sind geschlossen, haben aber laufende Kosten in dieser Pandemie. Und das ist eine ganz andere Situation. Und da sagen wir, muss entsprechend geholfen werden, weil diese fortwährend laufenden Kosten den Fortbestand dieser Clubs gefährden. Deshalb hat der Stadtrat auf unseren Vorschlag hin entsprechend einen Beschluss gefasst, die Stadtverwaltung beauftragt, eine Richtlinie vorzulegen. Die liegt nun vor, das begrüßen wir außerordentlich. Und wir denken, wenn der Stadtrat heute den zweiten Schritt geht, nämlich diese Richtlinie zu beschließen, dann können wir auch wirksam und effektiv einen Beitrag leisten, um hier entsprechend Hilfestellung zu geben für diesen bedrohten Bereich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Scholbach. Weitere Wortmeldungen sehe ich als solches nicht. Wir haben noch ein kleines Problem. Ich hätte eine Bitte hinsichtlich des Richtlinientextes in Punkt 7.1. Ist derzeit geregelt ein Antragsdatum 18.12. Bis nach dem Erscheinen im Amtsblatt wahrscheinlich nur noch eine knappe Woche Zeit ist, wäre das möglicherweise für einzelne Antragsteller etwas zu knapp. Deswegen haben wir beim nochmaligen Drüberlesen vorgeschlagen, dass wir als Antragsfrist den 31.12. nehmen, um auch allen eine faire Chance auch zu geben. Da das jetzt im Text aber auch drin ist und etwas Formales ist, wäre es mir sehr lieb, wenn jemand von Ihnen das als entsprechenden Antrag formuliert. Ich sehe, Frau Filius-Jehner beantragt im Punkt 7.1 das Datum vom 18.12. auf den 31.12. zu ändern. Gibt es zu dem Antrag Gegenrede etc.? Nein? Dann darf ich zum Handzeichen bitten für die Änderung des Antragsdatums auf den 31.12. Wer stimmt dem zu? Das ist eine eindeutige Mehrheit an dem Punkt. Vielen Dank. Und wir können dann die so leicht korrigierte Vorlage in der Fassung des federführenden Ausschussberichtes zur Abstimmung bitten. Und ich bitte Sie um Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung?
Dies ist bei 56 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen ohne Enthaltung so bestätigt.